Damen, ich freue mich, euch heute auf dem Weg nochmal begrüßen zu dürfen. Ist schön, dass ihr dabei seid. Heute unser Klassiker Bauchbeine Po mit Schwerpunkt so ein bisschen Aufwärmung. Schön wollen wir beginnen miteinander. Wir marschieren rechts und wir ziehen die Knie nach oben. Jawohl. Arme schön mitnehmen, nach hinten schieben und atme die schöne, fröhliche Luft tief ein. Und wieder aus. Nochmal ein und wieder aus. Und die Knie marschieren. Nochmal hochziehen. Arme mitbewegen. Wunderbar. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und die letzte Step Touch. Die Arme. Große Schritte auf die Seite. Vier, drei, noch zwei, letzte und schiebe die Ferse nach hinten. Weiter Stand bleibt. So, fahr mal durch, jawohl. Und schiebe die Ellenbogen bis zur Schulterhöhe und nach hinten. Hopp. Noch vier, noch drei, noch zwei und die Arme hoch und das Stepplegger geht in die Lift. Knie hoch, jawohl. Schließe die Beine, Knie nach vorne. Noch vier, noch drei, noch zwei. Jawohl, marschieren rechts. Nochmal die Beine öffne, jawohl. Gehe tiefer und schließe, bleibe unten. Vier, drei, zwei, nochmal öffne. Und ein bisschen schneller. Jawohl. Und bleibe unten und laufe am Platz. Jawohl. Und nochmal öffne. Strecke die Arme nach oben. Auf die Seite. Breite Stand. Vier. Drei. Hochziehe, jawohl. Und die Arme tief, tief. Na unten, jawohl. Nochmal hoch. Und tief. Nochmal hoch. Und tief. Wunderbar, bleibe unten. Nochmal Oberkörper auf die Seite bewege. Brustkorb. Öffne, schließe. Okay. Wir drehen uns auf die Seite. Schiebe ihn hoch. Hoch. Großer Schritt. Jawohl. Arme bleiben oben. Noch vier. Drei, zwei und bleibe auf der Seite. So, Belastung auf das Bein. Und jetzt Knie auf die Seite und nochmal nach hinten. Seite, Seite, nach die Seite. Jawohl. Vier, drei, zwei, Tempo. Hoch. Jawohl. Vier. Drei. Zwei. Super. Bleibe bitte nochmal auf dem Stammbein. Belaste Stammbein. Und mit der hinteren Spitze. Vorrück. Vorrück. So. Jetzt spüren wir langsam unsere Oberschenkel. Nun geht's ja auch. Ach, der Stammbein ist gebeugt.
und noch ein Tap mit der Spitze. 4, 3, 2 und tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Jawohl. Standbein, Beuge, Strecke, Beuge, Strecke. Tief, hoch, tief, hoch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, noch 3, 2 und Seite wechseln. Jawohl. Breite Stand auch wieder vor. Und die ziehe zum Oberkörper und auf die Seite. Arme mit. Hopp. Hopp. Kurz schief. Jawohl. Noch hier. 3, 2 und du weißt, was kommt. Tempo. Zieh. Genau. Becken. Bleib am Platz. Spitze Mitte hin nach außen. Noch 8, 7, 5, 4, 3, 2, wunderbar. Bleib auf dem Stammbein. Step vor und Seite. Genau. Spürst du leichte Belastung auf dem Oberschenkel? Oberkörper bleibt ruhig. Nur die Spitze. Hopp, hopp, hopp. 4, 3, noch 2. Sehr gut. Oh, tief, hopp, tief, hopp, tief. Genau. Das ganze Gewicht haben wir fast auf einem Oberschenkel. Sehr gut. Deswegen spüren wir langsam Oberschenkel und die Gesäßkälte. Wunderbar. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, letzte 2 und löse. Gut am Platz. Schocken, jawohl, auslocken die Beine gegen Pendulum. Nochmal kleine Übung für unsere Beine, Oberkörper. Bleib am Platz, geht tief, hoch, tief, hoch, tief. Genau. Sehr gut. Achte bitte drauf, unten wenn du bist, Oberkörper schließe, runden Rücken, oben richte dich auf, schiebe Arme nach hinten, atme tief ein, ausatmen, einatmen, tief, hoch, schließe, öffne, 4, 3, 2 und die letzte, jawohl. Meine Lieben, nochmal Gesäß, klassische Bewegung. Wir gehen auf die Matte, in Vierfüßlerstand. So. Fußspitze berühren die Matte, den Boden. Wir stützen uns an den Armen. Und ganz wenig von oben heben die Knie hoch. Ja? So, jetzt versuche auf der Höhe zu bleiben. Belaste jetzt nur ein Bein und die andere Ferse schiebe hoch, tief, hoch, tief, jawohl. Ja? So, jetzt spürst du dein Oberschenkel an der Seite, an den du dich mit der Fußspitze stützt. Ja, und automatisch auch haben wir schöne Bewegung. Mit dem anderen Bein, mit der Ferse nach oben, so dass wir unsere Gesäßmuskel stärken, Rücken und die Schultern, die sind auf jeden Fall dabei. Letzte 8, noch 7, 6, 5,
die vier, noch drei, letzte zwei. Wenn du magst, kannst du natürlich Lenker machen, hier an der Stelle kurz aufhören und schieben zur Dehnung, Gesäß nach hinten. Halte bitte die Dehnung. Und du weißt, was kommt, selbstverständlich an der Seite. Gleiche Ausgangsposition, nie nach oben und die Ferse auf der anderen Seite geht hoch, hoch. Schöne Spannung, halte, atme tief ein und aus. Genieße die Haltung, die Bewegung, die Spannung. Jawohl, wunderbar. Sehr gut. Versuche nicht so hoch mit dem Knie zu gehen, an dem du dich stützt, gerade mit der Fußspitze. Die 8, 7, 6, 5, noch 4, die 3, letzte 2, eine noch. Sehr gut. So, jetzt nochmal kurze Dehnung, Entspannung. Wunderbar. Meine Lieben, meine Schulterbreit offen, Fußspitze angezogen. Jetzt verlage das Gewicht so ein bisschen auf die Arme. Der ganze Oberkörper mit den Beinen ist in eine schräge Linie. Und wir machen eine ganz klassische Bewegung. Wir gehen tief und Oberkörper hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Genau. Spanne Bauch, spanne Gesäß. Und jetzt bei dieser Bewegung nach vorne mit dem Oberkörper. Gleichzeitig strecken wir abwechselnd ein Bein. Jawohl, einmal rechts und einmal links. So, dann haben wir unten die Belastung auf den zwei Armen und nur auf einem Knie. Noch 8. Zwei Seiten, jawohl. Noch 7. Super. Noch 6. Wenn du magst, selbstverständlich immer ein bisschen mehr machen. Tut auch gut, dass die Muskulatur nicht abbaut. In der Phase, wir laufen zwar viel, aber ich glaube nicht, dass wir jeden Tag Liegestütze machen. Deswegen die Muskulatur, die schrumpft. Die wollen wir aber nicht, dass sie schrumpft. Wir wollen, dass sie immer viel schön stark bleibt. Wie viel haben wir noch? Okay, wir machen noch 4. Letzte 3. Ah, ihr seid bestimmt gut dabei. Noch 2. Und die eine noch. Wieder lösen. Kurze Dehnung. Immer das Zwischen einbauen. Jawohl, strecke die Arme. Atme ein und aus. Und jetzt endlich mit dem Unterschied, dass wir jetzt die Ellenbogen nach hinten schieben, okay? Und zwar bleiben wir hier in dieser Position. Strecke Haltung für Oberkörper, Arme schulterbreit. Wir gehen langsam nach unten und wieder hoch. Zwei Stufen tief, zwei Stufen hoch. Tief, halten und hoch. Tief, hoch. Tief und wieder hoch. Super. Ganz wichtig, dass die Ellenbogen nach hinten gehen. Wenn du sagst, da von unten hochzukommen, ist sehr schwer. Du kannst gerne in der Hälfte die Hände halten und dann nach oben schieben. Schon in der Hälfte hast du einfach mal die Spannung im Trizeps. Okay, noch 4. Hoch. Noch 3. Hoch. Noch 2. Hoch. Letztes Mal tief. Und lösen.
Wunderbar. So, meine lieben Mädels, Jungs, Bauch. Ja? A und O, Bauch. Na gut, klar. Am besten, wenn es deinen Bauch gibt. Aber den wollen wir auch so ein bisschen schlafen, ja? Klassische Bewegung, Bauch, Beine, Po. Das ist auch wichtig, dass man die klassische Bewegung wiederholt. Lasse die Ellenbogen an den Seiten ziehen, nicht an den Kopf, sondern hebe die Schulter hoch und tief. Hoch und tief. Jawohl. Ausatmen oben, einatmen unten. Ja? Gut. Hoch und tief. Hoch und tief. Wunderbar. So, jetzt streckst du bitte dabei ein Bein. Und nochmal. Hoch und tief. Heben und senken. Jawohl. Noch vier. Klassische Bewegung nach vorne. Noch drei. Letzte zwei. Einmal noch. Und jetzt kleine Rotation im Oberkörper auf die Seite. Knie nach oben, die Tendenz zum Ellenbogen. Und wieder senken nach unten. Ja, hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Nochmal, nochmal. Hoch und tief. Perfekto. Die acht. Tief. Die sieben. Und tief. Noch sechs. Wunderbar. Fünf. Vier. Letzte Tag. Zwei. Einmal noch. Und nur halte. Schulter oben, Bein oben, strecke die Arme und die Kutze. Hoch, hoch, hoch. Jawohl. Acht, sieben, sechs, fünf. Atme nicht vergessen. Vier, drei. Jawohl. Noch zwei. Und kurze Pause. Strecke die Arme, strecke die Beine. Bevor wir weiter mit der anderen Seite beginnen, atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Sehr gut. Sehr gut. Nicht so lange Pause. Einbauen. Los geht's. Andere Seite erstmal frontal. Schulter hoch. Hoch. Und tief. Hoch. Tief. Hoch. Und tief. Okay. Vier. Tief. Drei. Und tief. Zwei. Tief. Einmal noch. Und du weißt, was kommt. Das andere Bein strecken. Und los geht's. Hoch. Wir nutzen das Gewicht des Beines, um die Bauchmuskulatur zu stärken. Das Bein ist die ganze Zeit ausgestreckt. Und wir bewegen unsere Schulterblätter nach oben. Jawohl. Vier. Noch drei. Noch zwei. Einmal noch. Und die Drehung im Oberkörper. Knie gleichzeitig nach oben schieben. Hoch. Tief. Ausatmen. Einatmen. Und zieh die Kurve hoch. 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 Jawohl.
sind wir also ungefähr an der gesessenen Höhe. Beine sind in den rechten Winkel. Und wir versuchen den ganzen Rücken auf der Matte zu halten und schieben die Beine hoch und wieder zurück. Immer noch leicht gebeugt, auch wenn sie nach vorne geschoben werden. Jawohl. Noch 8. Hoch. 7. Und hoch. 6. Hoch. So, jetzt merken wir, was die Beine so alles wiegen. 4. Und hoch. Noch 3. Und bitte. 2. Und wieder die Mitte. Einmal noch. Und meine Lieben, nicht nach vorne ist die Beine. Drehen leicht die Spitzen mit den Knien auf die Seite und Bewegung ist diagonal von einer Seite auf die andere Seite. Seite. Vielleicht die Arme ein bisschen mehr öffnen, um den Oberkörper stabil zu halten. Nochmal Seite. Und nochmal auf die andere Seite. Jawohl. Seite. Versuche Oberkörper nicht zu sehen. Lasse den in der Mitte. Nur die Beine bewegen hier. Von einer Seite auf die andere Seite. Noch letzte 8. Wie 7. Nur noch 6. Immer genauso lange unten halte wie oben, ja? Oh, wenn du die Beine unten hast, ist dann die meiste Spannung. Und das wollen wir auch. Und einmal noch. Und löse. Strecke die Beine. Strecke die Arme. Atme tief in den Bauch ein. Halte den Atem an. Und atme noch tiefer aus. Eingeatmet hast. Perfekt. So, jetzt ziehen wir leicht geöffnet beide Knie zum Oberkörper. Bisschen Entspannung, jawohl. Schaufel, genau. Von vorne nach hinten. Und mit leichtem Schwung. Jetzt zum Sitzen stellen, diese Schulterbreite auf den Füßen, kommen langsam hoch. Beine, lasse die Arme nach unten. Und dabei öffne jetzt einfach mal die Beine, leicht beugt den Knie und pendle mit dem Oberkörper von Seite zu Seite. Wunderbar. Und zum Schluss. Oben. Und nochmal tief gehen. Und nochmal hoch. Pendle einfach mit den Armen so von unten nach oben. Und beine. Ich danke euch ganz herzlich. Ihr könnt selbstverständlich ergänzen alles mit vielen anderen Übungen, die wir schon gemacht haben, die wir aufgebaut haben. Ich wünsche euch wunderschöne Zeit. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.